Wie geht es auch als Rektor heute nach 5 Jahren die alte Klasse verabschieden? Ist man da einfach froh ist durch oder ist es gleich auch wie traurig? Nein, es ist ganz ein schöner Moment. Es ist ein Dank, es ist ein Freude, so eine derige Jugend zu haben. Das Leben ist immer ein Abschnitt und wieder ein Anfang. Was ist für auch der Höhepunkt an der Matura 4 immer? Der Höhepunkt ist sicher die Rede vom Maturant und aber auch das Übergeben des Zertifikats, weil die uns alle verdient. Was geben ihr den Schülern mit auf den Weg für ihre Zukunft? Wir haben ihnen viele Sachen gesagt. Sie müssen ihren Weg gehen. Am schlechtesten ist immer, wenn man jemanden kopieren will. Sie sind eigene Wesen, gehen ihren Weg mit dem Rucksack, den sie bekommen haben. Wie geht es für euch jetzt weiter? Könnt ihr jetzt eure Ferien genießen oder geht es eigentlich schon wieder ans Vorbereiten und habt ihr noch viel Arbeit vor euch? Ja, es geht sicher noch 3-3,5 Wochen, bis wir fertig machen können. Und dann gibt es eine kurze Pause und Ende Juli geht es schon wieder los mit meinem Schuljahr, mit den letzten Vorbereitungen. Haben wir gleich auch noch ein bisschen Ferien dazwischen? Mal, das ist wichtig. Zwischendrin braucht es mal so 2-3 Wochen, wo man Abstand gewinnt. Weil wenn man Abstand gewinnt, dann weiss man nachher auch wieder, wie schön dass man es eigentlich schon hat.